Mein Name ist Jutta Lowinski. Ich habe die fünfte Station angekreuzt. Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Er hat es nicht freiwillig getan. Er wurde dazu aufgefordert. Er hätte sich nicht getraut, wenn er gewollt hätte. Die Situation war sehr bedrohlich. Die römischen Soldaten überall. Vielleicht hat er auch gar nicht vor, etwas zu tun, wollte nur seinen Weg gehen, der jetzt versperrt war und musste warten, bis der Auflauf vorüber war. Wir wissen es nicht. Simon von Zyrene war in jenem Moment da, an jenem Ort und begegnete Jesus. Er half ihm, das Kreuz zu tragen. In diesen Tagen durchleben wir die bedrohliche Situation durch den Coronavirus. Das hat unser Leben, unsere Gewohnheiten, den täglichen Ablauf radikal verändert. Wir haben keine Kontakte zu unseren Kindern und Enkeln, zu Freunden und Nachbarn. Unsere Kirchen müssen leer bleiben. Unsere Gebete sprechen wir alleine. Wir können nur bedingt nach draußen. Allerdings sind wir sehr froh, dass es Menschen gibt, die ihren Dienst an der Gesellschaft leisten. In den Krankenhäusern, den Arztpraxen, die Kassierer und Kassiererinnen in den Lebensmittelgeschäften und vieles mehr. Es ist nicht für alle selbstverständlich. Einige mussten der Aufforderung folgen. Andere haben es freiwillig getan. Für Simon aus Cyrene ist die Begegnung mit Jesus ein einschneidendes Erlebnis. Er wird immer wieder daran denken, davon erzählen. Er war Jesus sehr nah. Vielleicht hat Jesus ihn angeblickt, ihm in die Augen gesehen. Alle Helfer und Helferinnen dieser Tage begegnen Jesus in besonderer Art. In den Augen der Menschen, die ihnen Danke sagen.